Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder mal etwas für euch Mädels. Und zwar geht es um meine Haare. Beispielsweise, wie pflege ich sie? Apropos, ich habe sie übrigens jetzt färben lassen. Dazu kommen wir aber gleich. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, wir fangen auch mal an. Und das wird sozusagen, also ich habe ja schon mal so ein Video gemacht, wo ich... Wie pflegt man seine Haare? Wie bekommt man schöne lange Haare? Und das wird sozusagen Teil 2. Ja, also halt ein Update. Weil viele sich das gewünscht haben und ich für mich selber das auch möchte, weil meine Haare zu dem Zeitpunkt anders waren, als sie jetzt sind. Und ja, da ich eh eine neue Haarfarbe habe, also beim Friseur war, passt das eigentlich ganz gut, da ich sowieso ein Video drüber machen wollte wegen meiner neuen Haarfarbe. Und ja, heute kann ich euch ein bisschen erzählen und Tipps geben. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wie viele wissen, war ich am Dienstag beim Friseur nach langer Zeit. Ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre her, seitdem ich das letzte Mal beim Friseur war. Außer halt jetzt Dienstag. Weil es gibt so eine kleine Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die mir mal passiert ist. Also schiefgelaufen ist beim Friseur. Was heißt schiefgelaufen? Also... Es ist nichts passiert, aber es wäre fast passiert. Und zwar war ich vor 2 Jahren beim Friseur und ich habe gefragt, ob meine Haare kaputt sind und wie viel abgeschnitten werden müsste, wenn sie kaputt sind. Und ihr glaubt es nicht, mir wurde so ein Stück gezeigt. Das ganze Stück müsste abgeschnitten werden, meinte die Friseurin. Und ich saß so da, also mit diesem Blick so, what the fuck, so viel? So, eigentlich mache ich gar nicht so viel mit meinen Haaren, dass ich sie abschneiden müsste. Und zu dem Zeitpunkt habe ich sie eigentlich nie gefärbt. Also halt wirklich immer nur Strähnchen. Und sie hätten eigentlich gar nicht so kaputt sein können, weil ich sie eigentlich immer jedes halbe Jahr zum Friseur gegangen, um mir Strähnchen machen zu lassen. Und ich denke nicht, dass Haare so kaputt werden können dadurch, dass man hier das Stück abschneiden müsste. Hier, das war schon so ein Stück oder so. Ja, so in der Richtung. Also sie hat mir auf jeden Fall sehr viel gezeigt, ungefähr so. Und deswegen, ich fand das schon ein bisschen komisch. So, sie war auch total unfreundlich, muss ich sagen. Ja, ich habe gedacht, sie meint höchstens wirklich nur das Stück. Und das ist für mich eigentlich schon viel zu viel. Also... meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man lange Haare hat, dann ist man ja, dann ist man sehr vorsichtig. Man möchte eigentlich jedes Stück verhindern, dass es abkommt. Vor allem, wenn man lange Haare hat. Und ich war einer dieser Menschen, weil ich meine Haare sehr liebe. Also ich liebe wirklich lange Haare. Ich würde sie niemals abschneiden. Also, ne, auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall meinte sie, dass ich, also dass sie mir so ein Stück abschneiden müsste, damit ich wieder gesunde Haare hätte. Ich habe gesagt, egal, färben Sie mir einfach wieder die Haare und schneiden. Nein, auf jeden Fall nicht schneiden. Und sie meinte, ja, wenn ich sie jetzt färbe, dann kann es sein, dass das abbricht und ich möchte das nicht machen und bla bla. Ich so, machen Sie einfach. Ich so, färben Sie mir einfach ganz normal wie jedes Mal meine Strähnchen und gut ist. Und sie haben sich auch gar nicht kaputt angefühlt, wenn ich sie richtig gut gepflegt habe. Also wenn ich mich gut gekümmert habe, Öl reingetan habe und so. Ja, ihr wisst schon. Und ja, dann hat sie das gemacht und alles war eigentlich ganz gut. So, meine Haare sahen nicht kaputt aus, gar nichts. Nur das Problem ist, bei meinen Haaren, sie sehen manchmal sehr trocken aus, weil ich halt, ja, ich habe jetzt mich in der letzten Zeit, also vor allen Dingen in der letzten Zeit habe ich mich nicht so gekümmert um meine Haare, weil ich mich einfach gar nicht wohl gefühlt habe. Und dann hat man auch gar keinen Bock, wenn man ehrlich ist. Wenn man weiß, man hat die schöne Haarfarbe und so, dann hat man auch Lust, wieder was mit seinen Haaren zu machen. Und das hatte ich halt vorher nicht. Ja, und irgendwann dachte ich mir, okay, du hast jetzt echt die Schnauze voll, so immer zum Friseur zu gehen, Geld auszugeben. Ich meine, man sollte es echt tun, wenn man schöne Haare haben will. Ist halt leider so, Friseur ist halt manchmal teuer, kommt drauf an, zu wem man geht. Also es gibt auch Friseure, die nicht so teuer sind, aber das auch schön machen, aber davon kenne ich eigentlich sehr selten welche. Also ich finde, die ganz normalen Friseure kosten schon echt viel Geld. Ich habe für meine Strähnchen damals um die 80-90 € bezahlt, was ich relativ viel finde. Also ich finde es echt viel, sehr viel.
Und ich dachte mir, komm, du hast nicht immer auch das Geld, vor allem das war vor 2 Jahren und da hatte ich überhaupt gar kein Geld. So, meine Mama konnte mir auch nicht immer ja, jeden Monat hier Geld geben oder jeden dritten Monat, keine Ahnung, dass ich zum Friseur gehen kann. Und dann habe ich mir sie selber gefärbt. Ja, ich hatte dann so einen Ansatz, weil ich die Strähnchen rauswachsen lassen habe. Also das war jetzt nicht dieser Assi-Ansatz, aber man hat schon gesehen, so okay, man müsste jetzt langsam mal wieder färben. Und dann bin ich nach DM gegangen und ich dachte mir so, komm, du holst jetzt einfach hellblonde Farbe und klatsch dir das einfach drauf und mal gucken, wie es aussieht. Und ja, meine Haare waren komplett blond, also richtig hellblond. Natürlich auch mit bisschen gelb, aber so schlimm war das eigentlich gar nicht. Und das hatte ich dann schon so ein Jahr. Also ihr könnt sogar auf Instagram oder sogar hier meine alten Videos sehen. Das ist gar nicht so lange her, vor einem Jahr oder so war das jetzt, halbes Jahr oder so, hatte ich die noch so blond. Und irgendwann hatte ich wieder die Schnauze voll von dem ganzen Gefärbe, weil ich wusste einfach, wie schlimm blonde Farbe ist. Also Farbe generell ist schlimm, weiß ich, aber blond vor allem extrem, weil da ist ja Ammoniak oder so drin. Ich kenne mich damit gar nicht aus, tut mir leid, wenn ich hier irgendwas Falsches laber von Farben. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat es meine Haare wirklich nicht gut getan, das habe ich auch gemerkt. Und ich habe es auch sehr oft gefärbt, weil mich hat es einfach gestört, wenn ich direkt einen Ansatz gesehen habe. Ich wollte immer alles vernünftig haben. Ich bin so ein richtiger Perfektionist. Ja, ich bin eine Frau, also eine Perfektionistin. Ja. Hab dann halt immer gefärbt und irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Und dann habe ich mir einfach braune Farbe geholt und meinte, ein auf Friseusin meinte, dass ich mir selber ein Balayage färben könnte. Typisch Enya mal wieder, ohne Witz. Das ist richtig typisch Enya. So, alles immer selber machen. So, immer auf Druck und schnell. Ich will alles immer direkt haben. Kann natürlich nicht warten. Also mache ich mir das natürlich selber. Ja, ich war dann die braune Farbe geholt, schön gefärbt oben den Ansatz und habe das dann so verblenden wollen. Es sah auch nicht wirklich schlecht aus, aber meine Haare waren nach einer Zeit gelb geworden, also halt so Gold, ne? Wie ich jetzt auch vorher hatte, also vor den Haaren, hatte ich halt dieses Goldblond. Jetzt habe ich so Asch. Ja, das ist eher so Asch, so halt kühler. Und ich hatte halt immer so dieses warme Blond. Und ja, das sah auch irgendwie total doof aus, weil es orange, braun, das war fleckig, ohne Ende. Also ich habe es irgendwie selber nie gesehen. Aber wo ich Dienstag beim Friseur war, haben die von hinten ein richtiges Foto von mir gemacht. Und ich habe mich erschrocken, dass ich so rumgelaufen bin. Ich dachte, nein, das gibt es nicht, wie hässlich. Ich habe mich so erschrocken und ich wusste eh, meine Haare waren nicht in Ordnung von der Farbe her und waren schon etwas fleckig. Aber dass das so schlimm aussah, damit hatte ich echt gar nicht gerechnet. Ja, und dann dachte ich mir, komm, gehst du zum Friseur. Ich konnte nicht mehr so rumlaufen, wirklich, Leute. Ich habe mich so geschämt mittlerweile. Weil egal wie die lagen so, ich wusste einfach, der Ansatz war so voll hässlich und das war so gelblich alles und ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Und ich dachte immer, meine Haare wären kaputt. Und dann habe ich auch am Dienstag die Friseurin gefragt, ob meine Haare kaputt sind. Und sie meinte nur vorher, dass wir so ein Stück abschneiden müssen. Mehr ist nicht nötig. Du hast null kaputte Haare. Das sind einfach nur das dünne, fransige Haar, was abgeschnitten werden muss. Und das ist halt so ein Stück gewesen. Das hat sie mir dann auch gezeigt. Und das hat sie auch abgeschnitten. Und ja, ich habe mich dafür entschieden, so ein Balayage. Also oben habe ich jetzt halt so meine Naturfarbe. Und hier ist dann so dieses helle Aschblond und ja, also ich wollte das diesmal alles ein bisschen aschiger und kühler haben. Ich wusste zwar nicht, ob mir das stehen würde, aber ich finde, das steht mir mega gut. Also das klingt jetzt für einige eingebildet, ich weiß, aber ich finde es, also ich fühle mich viel wohler jetzt. So, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich finde das so schön. Ich habe mich verliebt in meine Haare.
also in der Haarfarbe habe ich mich mega verliebt. Es gefällt mir super gut. Seitdem ich jetzt meine Haare neu habe, seitdem fühle ich mich noch selbstbewusster als vorher. Ey, ihr glaubt gar nicht, was das ausmacht, wenn man sich seine Haare wieder neu machen lässt. Also wirklich die ganze Zeit unzufrieden war mit der Farbe und die jetzt einfach so hat, wie man sie immer schon wollte. Also ich wollte sie schon lange so in der Farbe haben. Und man ist einfach komplett wieder ein anderer Mensch. Man fühlt sich so wohl, man geht wieder selbstbewusster raus und man kann endlich wieder schön mit seinen Haaren irgendwas machen. So, man hat wieder Lust, die zu pflegen. Deswegen, oh, ich bin wieder glücklich. Und jetzt werde ich noch ein paar Sachen zeigen, die ich jetzt momentan für meine Haare benutze. Kommen wir zum Shampoo. Und ich benutze momentan das von Husk, das Arganöl Shampoo. So sieht das aus, das kriegt ihr bei DM, ist auch recht teuer, also was heißt recht, das ist sehr, sehr teuer. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel, ich habe es, glaube ich, schon 3 Monate. Ja, ich habe es 3 Monate. Ihr fragt euch jetzt bestimmt auch, warum, und zwar Shampoo, kann ich euch raten, benutzt nicht viel Shampoo. Also ich benutze immer nur wirklich so einen Haselnusshaufen, ansonsten, das reicht vollkommen für eure Kopfhaut und ihr braucht das nicht fürs ganze Haar, einfach nur auf der Kopfhaut, da halt, dass das Fett weggeht. Deswegen hält das auch immer so lange bei mir. Dann habe ich eine Spülung und zwar ist das von Nivea, die Haarmilch. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer das ist, meine Mama hat mir das bis jetzt immer geholt. Und ich muss sagen, ich bin so zufrieden damit. Also wirklich, das kann ich immer weiter empfehlen. Meine Mama ist auch todbegeistert davon. Wir haben uns letztens darüber unterhalten, dass das voll gut ist und die Haare sich so schön anfühlen. Es riecht halt voll nach Nivea-Creme, ne? Und es ist halt auch so milchartig. Also wie so eine Creme ist das. Und ja, das ist halt eine Spülung. Pflegemilch. Pflegespülung, Haarmilch. Und das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie teuer das war. Findet ihr auch einfach bei DM. Dann kommen wir zu einer Haarmaske. Die habe ich jetzt vom Friseur. Und zwar ist das Kerastase, ist von L'Oréal Paris. Und das ist die hier in der pinken Packung. Und die habe ich jetzt einmal benutzt. Und ich muss sagen, ich glaube, ich benutze jetzt immer nur Haarmasken. Also Haarmasken habe ich bis jetzt nie so benutzt. Nee. Ich habe immer halt immer Shampoo-Spülung und das war's. Aber ich muss sagen, die Haare sind danach immer so schön weich und glänzend und oh, das ist immer so schön, deswegen. Also auf jeden Fall kann ich das empfehlen. Ihr solltet so oder so mindestens einmal in der Woche immer eine schöne Haarkur einziehen lassen oder eine Haarmaske. Richtig schön einziehen lassen und wenn es eine halbe Stunde ist. Und als allerletztes benutze ich mein Haaröl, das ist immer noch das von Ghoul. Und ich liebe das, es riecht gut, es ist teuer. Aber es lohnt sich. Ich meine, ihr kriegt auch die von Balea oder so. Die sind auf jeden Fall billiger. Ich habe sie zwar noch nicht ausprobiert, aber ich finde, das von Ghoul ist das Beste. Ich weiß es zwar nicht, aber ich sage es einfach, weil ich es liebe. Zur Bürste kommen wir auch nochmal. Und zwar benutze ich immer noch den Tangle Teaser. Und der wird auch immer für immer bei mir bleiben. Weil es gibt keine andere Bürste, mit der ich klarkomme, als mit einem Tangle Teaser. Ich hatte ja mal einen schwarzen, aber den habe ich verloren. Jetzt habe ich mir einfach einen pinken geholt. Ja, der ist aber auch schön. Ja, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ganz viele Tipps geben. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video.